Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal CPAD. Und heute spielen wir mal Super Power Training Simulator mit dem Thomas. Genau, ich bin auch am Start und ich bin hier schon, Leute, am Verkloppen. Am Verkloppen? Was? Ja, meine Stärke muss trainiert werden. Oh, das ist aber natürlich eine Sache, die man eigentlich so nicht machen sollte, Thomas. Aber gut, ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, Leute, lasst gerne mal jetzt eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Nehmt euch ganz kurz 2 Sekunden Zeit, Leute. Scrollt einmal nach unten und lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, Leute. Ihr verpasst keine Videos mehr. Es ist kostenlos. Von daher macht es einfach mal. Und wir müssen hier irgendwie uns trainieren, bekommen dann irgendwelche Fähigkeiten und müssen dann immer die Quests abgeben, so wie ich das jetzt erfahren habe, ne? Und ich bin Level up! Ja, nicht schlecht. Man hat quasi immer diese Hauptquests und dann kann man gucken. Man hat aber auch Tagesquests. Hast du die schon gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Ich muss mal hier auf Click Here to Talk, Mann. Dann sagt er da irgendwas. Ich weiß jetzt nicht was ganz genau. Und dann bekommen wir neue Quests. Jetzt haben wir physische Power. Okay. Ja, dann muss ich hinsetzen und meditieren. Aber ich kann auch, kann ich nebenbei... LOL, warum habe ich den denn One-Hit gemacht? Bin ich so stark? Ja, anscheinend schon, ne? Anscheinend hast du einen richtig kräftigen Arm. Hä? Der ist einfach vorbeigelaufen, ich habe C gedrückt, ja. Und dann habe ich einen getötet. LOL, warum habe ich so viel Schaden? Ja, ich weiß nicht. Aber ist doch bei dir gemacht, vielleicht sind die anderen... Nein, nein. Vielleicht sind die anderen noch einfach auch schlecht, sag ich mal so. Das kann auch sein, ne? Die Frage ist jetzt nur, ey, was soll pass das? Pass auf, du darfst doch nicht hier in der Mitte, also mitten auf der Straße meditieren. Aber die haben mir keinen Schaden zugefügt. Doch, könnte sein, oder? Oben nee, rechts? Hab ich nicht. Okay, das ist optimal. Das ist schon mal gut, ne? Ja. Also, Leute, die Frage ist halt nur, was machen... Ah, ich sehe hier Daily Quests, es gibt Weekly Quests und, was ist denn hier so? Train Movement Speed, okay. Also, Movement Speed müssen wir auf 100 bringen. Train Jump Ability auf 100, also Sprungkraft auf 100 und... Psychic Power. Alter, den haben wir auch wieder. Ey, Thomas! Warum tust du das? Ich wollte dir sagen, dass du runter sollst von der Straße. Das warum ist keine das denn? Gute Idee, um auf der Straße zu meditieren. Ach, Thomas, Mensch, das ist doch nicht nötig gewesen. So, machen wir weiter hier. Und wie weit bist denn du schon? Also, was ist deine Hauptquest gerade? Ich muss einfach meine Stärke trainieren, aber 1000 ist das. Das ist schon nicht wenig. Deswegen versuche ich jetzt einfach ein paar Leute anzugreifen, die ein bisschen zu verfolgen. Ich gucke mir die Stadt hier oben an. Und ja, der eine, die jumpen immer so voll durch die Gegend. Weißt du, ich greife den an und dann haben die noch richtig wenig Leben und dann versuchen die einfach wegzujumpen nach dem Motto. Ja, klar, das ist natürlich auch logisch. Aber was soll denn das hier werden? Der wirft einfach einen Feuerball auf mich. Was ist das denn? Nein, ist das irgendwie Dragon Ball Z oder was? Junge! Eieiei, deswegen. Aber das Meditieren braucht auch ein bisschen Zeit, ne? Klickst du die ganze Zeit auf der Maus währenddessen oder wie machst du das? Der ist echt die Krönung hier, der Kollege. Zack, 2 Schläge und er ist tot. Aber Hauptsache, er schlägt mich. So, was ich mache, ist, ich setze mich einfach hier zur Seite und dann meditiere ich halt. Also ich guck mal ein bisschen die Gegend an, hab jetzt mal ein bisschen rausgescrollt. Ja. Sind so verschiedene Läden. Was sehe ich denn hier so? Okay, du lässt jetzt bitte die Finger von mir, Kollege, sonst werde ich böse. Okay, der will es aber auch nicht lassen, ne? So, meine Güte, ey, holla die Waldfee, ne? Der kann es echt nicht sein lassen hier. Jetzt schon zum zweiten Mal. Oh, ich habe schon einen anderen Status bekommen. Echt? Ja, ich bin Krimineller. Oh, ich bin auch... Ah, oben rechts steht's, ne? Ja, du bist Lawbreaker. Ah, stimmt, stimmt. Der Gesetzesbrecher quasi. Ja, stimmt, stimmt. Ah, ich bin Krimineller. Krimineller ist wahrscheinlich besser, oder? Ja, ich vermute, weil ich so viele gekillt habe schon. Ey, kann das mal lassen? Ich werd bekloppt hier, Leute. Warum will er mich... Warum greift ihr mich denn die ganze Zeit an? Ich verstehe es nicht. Ja, weil das kann. Ganz einfach. Aber die verlieren doch die ganze Zeit gegen mir. Das macht doch gar keinen Sinn hier. So, du als auch, Kollege. Warum bin ich so schnell? Und so. Unten rechts haben wir auch eine Art Menü, da können wir auch noch irgendwas kaufen, wenn ich das jetzt richtig sehe. So. Update für Strengths, XP, da können wir verschiedene Sachen updaten, wir können Skills hier holen. Also man sieht quasi, was für Attacken man hat. Mhm. Siehst du das unten rechts? Ja. Ja. Auf T kann man sich unsichtbar machen. Auf T? Ja. Okay. Kannst du das auch? Nee, gerade nee, noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die man bekommt durch Meditation. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Hab jetzt schon 4 umgehauen, also ich bin jetzt auch auf jeden Fall in der kriminellen Stufe. Oh. Und diese Psychic Power, die levelt bei mir jetzt auch schneller. Ja, nicht schlecht, das ist doch perfekt. So. So, ich guck mal, was hier noch so alles ist. Updates. Ich versuch's. Ah, nee, das kostet 100, Mann. Ah, das hat jetzt auch gesagt, dass ich mit T mich unsichtbar machen kann.
Ja, perfekt. Was immer mehr. Kann ich jetzt eigentlich auch Leute damit schlagen? Unsichtbar? Nee, das kann ich nicht. Unsichtbar so, kann man keine Leute schlagen? Nee, das geht nicht. Okay, dann weiß ich das schon mal Bescheid. Und ich versuche hier mal wieder ein bisschen zu kämpfen. Keiner war in der Stadt, das war so ruhig da. Ich bin aber auf volle Kanne auf Krawall aus, muss ich dazu sagen. Warum bist du so schnell? Weil ich alles ein bisschen schon geupdatet habe. Wie das bist denn? Bist du viel langsamer? Ja, wie hast du gemacht? Hast du STRG schon mal gedrückt? Nee. Ja, du musst einfach laufen, dann bist du schneller mit der Zeit. Dein Movement Speed wird aufgeladen. Wenn ich STRG drücke, werde ich langsamer ganz kurz, oder nicht? Ja, dann läufst du normal anscheinend. Also es gibt ja quasi Rennen und Walken. Ach so, okay, ich verstehe. Alter, der hat wieder einen Feuerball auf mich geschossen. Was, wie geht der das? Deinen Hintern heiß machen, glaube ich. Der hat mich schon wieder getroffen, das ist unfassbar, Leute. Wir schauen mal ganz kurz nach, was das Ganze auf sich hat. Train Fist Strength. Okay, wir müssen also diese Schlagkraft leveln. Genau, die muss ich auch leveln. Auf 1000. Das ist schon nicht wenig, ne? Boah, das ist richtig viel. Ich bin gerade erst bei 205, also 230 eher gesagt. Also es macht Sinn, Leute, einfach alles nebenbei zu machen. Ich meine, man kann ja springen, schlagen und laufen. Das ist ja alles kein Problem so. Deswegen würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall so zu machen. Im Grunde hat man ja keinen Nachteil dadurch, ne? Ja, genau. Aber wenn man Leute bekämpft, dann kriegt man auch noch extra Fertigkeiten, ne? Also die haben dann immer so ein Schwert und dann sammelt sich da irgendwas, wenn die sterben. Hast du das mal gesehen? Nee. Musst du mal gleich mal machen und beachten. Okay. Da öffnet sich quasi immer so ein kleines Bildchen über die. Hey, wo kann ich das denn abgeben, jetzt die Quest? Ich habe so eine Daily-Quest fertig gemacht und irgendwie... Ja. Weiß ich jetzt nicht. Auch beim Kollegen hier am Anfang. Nein! Nee, ihm nicht. Ich wollte den Typen attackieren und der hat sich einfach unsichtbar gemacht. Ist ja nicht schlau. Ja. Wie gesagt, also... Oh, jetzt bin ich gestorben. Jetzt bin ich wieder ein Lawbreaker. Kein Krimineller mehr. Ah, ich bin auch. Ja, ich sehe es gerade. Wie gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, also wo ich jetzt die Daily Quest abgeben kann, gute Frage, ne? Hab Train Movement 100 von 100, aber es ist jetzt hier kein, also ich weiß nicht, wo ich es abgeben soll. Ist ein bisschen komisch hier. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo ich es abgeben muss. Oder weißt du was? Ey, ich bin schon wieder gestorben. Nee, ich weiß es noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt, was für Tagesquests ich so am Start habe. Müsste ich jetzt gleich mal prüfen. Okay. Daily Quest. Was habe ich denn hier? Ich wollte auch hier eine abschießen mit dem Feuerball, habe einfach mich unsichtbar gemacht. Ja, du musst einfach auf Claim draufklicken. Bei mir geht's nicht. Also die Quest ist. Hab ich's schon bekommen? Kann auch sein, dass ich das schon bekommen habe. Ich würde mal sagen, das hast du vielleicht schon bekommen. Aber ich guck mal trotzdem jetzt ein bisschen in der Stadt, was hier abgeht, weil man sieht hier so eine Brücke, man sieht hier so Wirbelstürme. Hast du das schon mal gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nee, ich frag mich nur, ob hier noch irgendwas anderes ist, so irgendwas Produktives, weißt du? Der hat mich einfach mit einem Schlag getötet. Nein, das kann nicht wahr sein. Unfassbar, oder? Ja, das ist echt unfassbar. Warte mal, warum schlägt der denn nicht, der Kollege? Ah, ich muss auch Schlagen auswählen, ne? Boah. So. Aber in der Stadt ist echt wenig los, ne? Ja, gerade schon so ein bisschen. Das ist halt das Problem. So, irgendwie Kollege, gar nicht. Das wundert mich so ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht, was ich so richtig machen soll in der Stadt. Wenn ich aber Leute töte, bekomme ich keine Fist Strength dazu, also keine Schlagkraft, oder? Ne, extra nichts. Also immer nur den einen, aber ich glaube, das bringt irgendwelche anderen Punkte. Ich bin mir aber echt nicht sicher, muss ich sagen. Ich guck mal hier, ich kann in so eine Tankstelle reingehen. Gibt's hier irgendwas vielleicht? Ne, hier ist auch nichts. Ja gut. Dann störe ich mal den einen hier beim Training. Alter, der ist ja komplett langsam. Was ist denn los mit dem? Hä? Warum? Der ist voll schnell. Junge, der hat mich einfach mit einem Schlag zerschmashed. Mich auch. Der war richtig gut und der hat dich extra so getarnt als Noob. Nein. Doch. Das ist schlau von dem. Oh ja, jetzt wird er sauer. Jetzt wird uns, glaube ich, komplett töten. Nee, er lässt uns in Ruhe, Gott sei Dank. Ja, Leute, aber ich weiß nicht. Ich weiß, es ist, wir sagen mal so, ne? Es ist lustig, das Spiel. Aber irgendwie muss ich auch sagen, es ist irgendwie immer bisschen das Gleiche. Sinnlos, ein bisschen, oder? Ein bisschen sinnlos, so. Weil es dauert halt extrem lange alles und ich bin mir sicher, es gibt bestimmt einen Shop, wo man dann irgendwas kaufen kann. Kann man. Überleg mal, ich bin bei 320 erst. Mhm. Ja, ich sehe, man kann für 100 Robux, 200, was auch immer das sein soll, Schädel kaufen. Ich bin jetzt auch gerade mal bei 200 Train Fist und. Also Fist Stärke, Fauststärke. Und ich weiß nicht, es dauert halt einfach extrem lange so, ne?
Ja klar, klar, das ist genau das, was ich meine. Also ich muss auch sagen, das Spiel ist übrigens auf Platz 1, kommt jetzt zwar ein bisschen spät, die Information, Leute. Deshalb spielen wir das auch und ich kann jetzt gerade noch nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin, warum das auf Platz 1 ist. Wenn wir da irgendwas verpasst haben, Leute, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Falls wir irgendwas Wichtiges ausgelassen haben, ne? Wir sind natürlich immer offen für Verbesserungsvorschläge. Was hast du gemacht? Ich habe gerade irgendwie einen Multikill oder so gemacht und auf einmal kam so eine Meldung und so eine dramatische Musik. Echt? Ja, und ich habe irgendwie 100 Trained Fist Strengths bekommen. Okay. Das ist doch richtig krass. Ich habe nämlich 3 Stück auf einmal gekillt oder so. Oh Mann, so. Kam der eine. Wie stark ich bin! Wie stark bist du denn? Richtig stark, ich kill jeden mit einem Schlag. Mich auch? Ja, ich war das doch jetzt gerade. Oh, ist aber nicht gut, Thomas. Warum stinkst du mich denn? War nicht extra, du warst in der Menge? Ja, genau, ne? Oder ich habe irgendwie eine bestimmte Anzahl erreicht, ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall echt übel jetzt gerade. Aber ich mach den einen hier auch schon relativ schnell kaputt, obwohl der eigentlich ganz hoch ist so. Echt? Ja. Ich bin jetzt aber auch gar nicht mal so langsam. Ja, krass, krass. Ich weiß aber nicht, woran das liegt oder so. Also wirklich nicht, was da so die Faktoren sind. Ich habe keinen Plan. Keine Ahnung, Leute. Weiß ich ehrlich nicht. Ey, warum machst du das? Ich hab doch gar nichts gemacht. Noch nicht. Bleib stehen, der eine Typ hier. Du bist schon echt schnell, ne? Ah, der ist so unsichtbar, Alter, oder nicht? Ja, hab ihn. Och Mann, der hat mich auch getötet, irgendjemand. Naja, Leute, ich würde sagen, das wäre es einfach mal gewesen fürs Video. Wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen, abonnieren auch nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.